Der Fröbelblick. Ach, welch herrlich Land hier vor mir liegt. Wir Schüler der Regelschule Geschwister Scholl sind so wie alle Kinder unserer Stadt in den Kindergarten gegangen. Aber habt ihr euch schon einmal Gedanken gemacht, wer eigentlich auf die Idee kam, so eine tolle Einrichtung für uns Kinder zu schaffen? Sagt euch eigentlich der Name Friedrich Fröbel etwas? Genau er gründete in unserer Stadt 1840 den ersten deutschen Kindergarten. Dass der erste Kindergarten von hier stammt, weiß jeder. Ach, wie herrlich liegt mein Blankenburg! Schön. Ein großer Garten, in dem Kinder spielen. Jetzt hab ich's. Kindergarten soll meine Anstalt heißen. Kindergarten, das war für mich das Richtige. Ich sehe ihn schon vor mir. Spielende und lernende Kinder, wie sie frei und glücklich vor sich hin toben. Es wäre echt cool, wenn man Fröbel zeigen könnte, dass seine Idee Kindergarten um die ganze Welt gezogen ist. Friedrich Fröbel einfach mal ins Jahr 2014 kommen lassen. Spinnerei, Traum, geht nicht, gibt's nicht. Fröbel ist da. Wo bin ich? Und ihr Kinder, was macht ihr hier? Was habt ihr an? In welcher Zeit leben wir denn heute? 2014. Das kann nicht sein. 2014? Und was habt ihr da in der Hand? Was spielt ihr da? Smartphones. Das kenne ich nicht. Mit einem Smartphone? Das muss ich wissen. Zeigt mir das mal. Was kann man damit? Schöne Bilder sind da drauf. Und Musik macht das auch? Ja. So, was wie kriegt halt man das da alles rein? Technik. Ah, ja. Und dann verschiebt man die Bilder so einfach. Wo gehen die hin? Damit kann man auch telefonieren. Was ist denn das, telefonieren? Naja, zum Beispiel jetzt wenn mein Freund, der will mit mir sprechen, aber ist halt eben viel zu weit weg. Da kann der mich auch einfach anrufen. Guck, jetzt ruft mich mein Freund an. Dann mache ich das hier hoch, drück auf den Knopf. So. Dann hat man Klingelton, da muss man das so hochziehen. Aha. Und da auf den blauen Knopf drücken. Auf den blauen. Hallo? Hallo? Ich höre ja jemanden. Ist das toll. Das hat mich aber jetzt begeistert. Da muss es doch noch viel mehr geben. Ich werde mir jetzt meinen Blankenburg angucken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja irgendwann mal mitkommen. Das muss ich jetzt sehen. Tschüss, macht's gut, vielleicht sehen wir uns irgendwann. Ist das toll hier. Und was sind das alles für Kutschen? Was sind das für Wagen? Ich muss mir meinen Blankenburg angucken. Das ist nicht mehr wie früher. Was macht ihr denn hier? Das heißt Musik. Wir hören Musik. Das ist Musik? Ja. Und wo kommt die denn hier raus? Aus der Box. Und ihr habt sowas gebaut? Ihr könnt sowas? Ja, alles selber gebaut. Wer sind Sie denn eigentlich? Ich bin der Fröbel, Friedrich Fröbel. Der Fröbel? Ach, der Kindergartenerfinder. Das? Richtig, ja. Genau. Ich bin schon etwas überrascht, wie das hier alles aussieht. Gibt es denn noch irgendetwas, was an mich erinnert? Ja, hier unten im Fröbelsaal, im Rathaus. Ein
Saal direkt, nach mir ja, benannt. Ja, genau. Können wir da mal hingehen vielleicht? Klar, können wir mal hingehen. Dann nehmen wir jetzt die Box und dann... Toll! Ja. Dann gehen wir jetzt so einfach mal hin. So. Weil ich glaube, wir sind in der falschen Richtung. Nee, da geht das im Bahnhof. Ja, da hat er ja, ich weiß auch nicht, wie ich hierher komme. Das hat sich so ergeben. Ich, eigentlich bin ich ja schon cool. Das war so ein alter Mann hier kennenzulernen. Ja, ja. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so was Altes. Unser Rathaus hat wie viele Rathäuser eine lange Geschichte. Für Friedrich Fröbel wurde er der Traum vom ersten Kindergarten wahr. Ja, also wir kommen jetzt hier in die Kulisse, wie es noch wieder aussieht. Ah, oh, herrlich. Hallo, wer seid ihr denn hier in dem Saal? Das ist ja schön. Toll geworden ist dieser Saal. Und was ist das jetzt? Sie haben bestimmt einen weiten Weg hinter sich. Dankeschön. Ach, ist das wieder mal schön, hier in diesem Blankenburg zu sein. Warum heißt das Saal hier eigentlich Fröbelsaal? Nun ja, ich vermute, vor langer, langer Zeit, 1840, habe ich hier mein erstes Werk umsetzen können und habe einen Kindergarten hier gegründet. Und aus diesem Grunde wird man ihn dann Fröbelsaal genannt haben. Was passiert denn sonst noch hier im Saal? Gibt es dann hier auch Konzerte zum Beispiel oder Versammlungen oder sowas? Naja, eigentlich schon Weihnachten und alles. Konzerte. Das ist ja schön, da ist ja wenigstens was los. Dann habe ich gehört, dass also auch eine Büste von mir existieren sollte, die irgendwo steht. Ah, der junge Mann, der weiß wahrscheinlich schon, wo es ist. Naja gut, ich bin etwas jünger und nicht mehr mit Brille oder noch nicht mit Brille. Und die Haare waren auch etwas kürzer. Aber es hat sich gut gemacht. Sehr gut getroffen, würde ich sagen. Ah, und ihr geht also hier in Blankenburg in die Schule? Bad Blankenburg. Bad Blankenburg? Wieso Bad Blankenburg? Kann mir das einer erklären? Seit 1911 haben wir den Bad Blankenburg. Aha, das würde ja bedeuten, dass aus dieser kleinen Stadt ein Kurort geworden ist. Ist denn das jetzt immer noch so? Ja. Oh, das ist aber sehr schön. Mich würde ja noch sehr interessieren, ob es noch andere Städte gibt hier in Blankenburg oder in Bad Blankenburg, die ein wenig an mich erinnern. Wir haben ein Fröbel-Museum. Ein Museum direkt für mich? Ja. Da bin ich aber jetzt stolz. Vielleicht auch ein bisschen betroffen, aber doch sehr stolz. Und hat noch etwas meinen Namen hier in Bad Blankenburg? Wir haben einen Fröbel-Wanderweg. Ein Fröbel? Da muss ich ja laufen. Also, wo man richtig wandern kann. Und dieser Weg ist nach mir benannt worden. Ja. Das ist schön. Die Töckchen, sie fliegen so froh hinaus, sie fliegen hinaus.
unseren Täubchen wohl gefällt. Doch kehren sie heim, so erzählen sie sich, wie's draußen im Freien so lustig ist. Hoku, hoku, die Türe geht zu. Hoku, hoku, die Türe geht zu. Kann mich denn jemand in das Fröbelmuseum mal führen? Das ist doch Ihre ehemalige Stirn- und Beschäftigungsanstalt. Dann weiß ich, wo das ist. Dann lasst uns hingehen. Hey, wo wollt ihr denn hin? Zum Fröbelmuseum wollen wir. Ah, da weiß ich, wo es hingeht. Ah, schön. Können wir hin? Na los. Na dann. Also tschüss. Wir sehen uns irgendwann mal wieder. Tschüss. 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 Sehr schön. Ja, das ist lange her, 1839 bis 44. Aber es ist schön, dass man an mich gedacht hat, ne? Wie kommt denn der Steinmetz zum Fröbelmuseum? Das sah aber früher aus. Das kenne ich gar nicht wieder. Wollen wir mal reingehen? Ja, das ist schön. Ausmachen. Da geht es ja alles neu gemacht. Gehen wir jetzt mal hier hoch. Da geht das Klo. Das Klo war gerade eben hier. Das war Das muss ich mir dann mal nochmal genauer angucken. Da gibt es auch Spiele, die Sie gemacht haben. Von hier. Aber die sind auch schon weiterentwickelt, so weit war ich auch. Doch, ja. Das sind meine Schönheitsformen. Nicht nur, weil wir alleine und so weit entwickelt und mal so gut aufgeführt. Ich kann mich entsinnen, dass einiges meine Mitarbeiterinnen damals schon gemacht haben. Ich bin überrascht erfreut. Wollen wir uns nicht erstmal hinsetzen? Wir sind heute schon den ganzen Tag gelaufen. Das ist eine gute Idee. Oh! Ja, also das ist der Herr Fröbel. Oh, ist sehr, sehr, sehr schön. Das ist die Frau Rockstein, unsere Museumsleiterin. Herr Fröbel, das ist ja ganz wunderbar, dass Sie heute persönlich hierher kommen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich so ein schönes Haus hier über mich erzählt, dass so ein schönes Haus über mich erzählt, wäre ich natürlich schon viel früher gekommen. Was ist denn nun eigentlich der Anlass, dass ich um gerade 2014 nun hierher muss? Herr Fröbel, für dieses Haus, Sie werden sich erinnern, haben Sie das wunderschöne Wort Kindergarten gefunden. Das ist richtig. Und weil es eben der erste Kindergarten der Welt war, und Sie sich so viele Gedanken gemacht haben über das Spiel der Kinder, über die Ausbildung der Kindergärtnerin. Ja, deshalb gibt es heute dieses Museum. Sie sind hier. Nun, ich war etwas jünger, als das gemacht wurde. Sie sehen hier etwas jünger aus, aber ich habe doch
jetzt eine gewisse Ähnlichkeit. Ihre Ohren sind nicht mehr ganz so groß, Herr Fröbel, kann das sein? Das kann sein, es nimmt alles ab im Alter. Ja, aber die schönen Spielsachen, die sind immer noch da. Und jeden Tag wird hier experimentiert. Kugelwalze würfeln, so ein geniales Material. Ich denke, Herr Fröbel, Sie erinnern sich noch an den Würfel, wie er sich verändert. Eine andere Oberfläche. Schauen Sie, das war doch wirklich wunderbar, dass man sieht, es wird eine Walze. Und Herr Fröbel, was war denn nun mit der Walze? Was wurde daraus? Ich denke, eine Kugel. Wir probieren es. Oder? Es war eine Kugel und ist eine Kugel. Und es ist heute noch ein Spielzeug, das Kinder fasziniert. Und wofür sich Kinder sehr interessiert. Und sie haben ja auch so schöne Verse gemacht. Wie ich mich auch dreh und wende, die Kugel zeige ich ohne Ende. Wir schmunzeln manchmal über ihre Verse. Sie haben gelehrt, den Kindergärtnerinnen und den Eltern viel mit dem Kind sprechen, emotional mit dem Kind zusammen sein, gemeinsam viel Zeit verbringen. Da hat sich wirklich sehr viel geändert. Und das, Herr Fröbel, ist nur noch ein Grund, dass unser Bürgermeister den Antrag gestellt hat, Ihre Auffassung von Kindheit und das schöne Wort Kindergarten als immaterielles Weltkulturerbe auf eine Liste zu bringen. Das ist hoch angebunden, das ehrt mich zwar als Person, aber eigentlich ist doch vom Inhalt her der Bedarf doch immer schon da gewesen, dass man mit den Kindern arbeiten muss. Und ich sehe eigentlich ein bisschen eine Diskrepanz zwischen einer ökonomischen, wirtschaftlichen Entwicklung und einer Entwicklung der Persönlichkeit. Nun gut, das Spiel mag sich im Laufe der Zeit geändert haben. Aus den einfachen Kugeln, aus den einfachen Körpern von Quadrat, also einfache Körper von Würfeln. Ich freue mich auf jeden Fall, dass solche elementaren Dinge, die mir durch meine naturwissenschaftlichen Arbeiten ja aufgefallen sind und die ich also bis auf dieses auch reduzieren konnte, dass das sich bis heute erhalten hat. Und Lieber Herr Fröbel, sehr schön, dass Sie an einem solch wunderschönen Tag Ihre einzige Wirkungsstätte besucht haben. Und ich bin sehr stolz, dass wir dieses Museum hier haben, Ihnen zu ehren und hoffe, dass Ihnen alles wohlgefällt, was Sie hier in der Einrichtung noch sehen können. Das will ich mir doch jetzt angucken. Vielen Dank, Frau Rockstein. Vielen Dank, dass ich mir dieses schöne Haus ansehen darf und dass es überhaupt entstanden ist. Kommt, lasst uns unseren Kindern leben. Sehr schön, ein Leitspruch von mir. Also dann habe ich mir ja schon sehr viel heute hier in Bad Blankenburg angeguckt. Was gibt es denn sonst noch eigentlich Schönes zu sehen, was um meinen Namen vielleicht auch trägt? Das Grab von Ihrer Frau liegt hier oben. Oh, das weiß ich ja gar nicht mehr. Könnt ihr mich da hinführen? Ach, das wäre schön. Ja, können wir machen. Na dann. Also für euch, für die Projektwoche, dass das begleitet wird, das ist ja okay, gell? Einerseits. Ich habe mich ja verdreht, aber gerade in die Hotspots da oben bei der
war der erste, ne? Mal gucken, ich komme mit meinen Frauen nicht klar. Ja, da sind wir nun am Grabstein meiner ersten Frau. Da hat ja ein schönes Plätzchen gefunden hier. Schön im Schatten. Ewiges Gedenken. Und der Name bleibt natürlich in Bad Blankenburg. Wie sollte es anders sein? Gehört nun mal zusammen. 59 ist sie geworden. Heutzutage kein Alter 59, habe ich mir sagen lassen. Nein, nicht mehr. Heute werden die Leute schon 100. Auch wo das ursprünglich geschehen war. Nun, ich erinnere mich, eine hübsche Frau war sie. Gar nicht mal schlecht. Haben Sie eine gute Wahl getroffen? Nun ja, man tut, was man kann. Herr Fröbel, wir haben heute noch viel vor. Wir wollen noch zum Fröbel-Denkmal im Park. Ein Denkmal für mich. Das möchte ich mir natürlich gerne anschauen. Dann lasst uns gehen. Das, wo wir jetzt langlaufen, war früher nicht mehr bei Blankenburg. Blankenburg hörte dort auf, wo jetzt eigentlich eure Bahnschienen langgehen. Alles, was links davon liegt, das war eigentlich die Stadt. Also eigentlich eine recht verschlafene kleine Städtchen. Aber es hat mir hier sehr, sehr gut gefallen und ich hatte hier die Möglichkeit, meine ganzen Vorstellungen zu verwirklichen. Meine Oma auch. Wer ist deine Oma? Monika. Das steht jetzt auch noch was da. Ja, erstaunlich. Ein Denkmal hier in Blankenburg. Ich benannt als Begründer des Kindergartens. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass damals meine Idee so weltumfassend sein wird. Herr Fröbel, wir haben da noch eine Attraktion. Drüben im Park wird dieses Jahr das Kindergartenfest gefeiert. Ist zwar jetzt nichts da, aber da steht Quelle und alles. Dann gehen wir doch mal hin. Das wäre sehr schön. Gut. Zu würfeln. Ja, Herr Fröbel, hier ist die Antoniusquelle. Kennen Sie ja sicherlich. Wer das Wasser trinkt, hat das ewige Leben. Jetzt weiß ich auch, warum ich noch am Leben bin, als ich es damals getrunken habe. Deswegen bin ich immer noch da. Okay. Ja. Weiß ich schon. Überall findet man hier in Blankenburg die Symbolik kugelweiße Würfel. Selbst hier am Brunnen, an der Quelle,
Sehr schön. Ein Wegweiser nach Oberweißbach, meiner Geburtsstadt. 15 Kilometer, ne? Das war für uns damals kein Problem. 15 Kilometer sind wir fast jeden Tag gelaufen. Jetzt sind wir aber viele Wege gelaufen. Man kann sich ja direkt verlaufen. Deswegen haben wir an den Bäumen, an den verschiedenen Stationen QR-Codes angebracht, wo man es einscannen kann. Was ist denn das alles? Das zeigst du mir mal bitte. Na, dann gehen wir mal hin. Hier vorne ist der QR-Code. Ah. Hat jemand so einen QR-Code-Scanner? Na, dann zeig mal. Wir scannen ihn jetzt per Handy ein. Dann geht das übers Internet. Also damit kann man jetzt die Infos, dazu gibt es auch noch Videos, Sprachausgabe und man kann einen Weg zur nächsten Station finden. Aha, und da ist wieder so ein Zeichen dran. Genau. Und das geht dann immer so weiter und das nennt man dann die Vogelspur. Du weißt auch, wie viele Spuren das jetzt sind? Also wie viele Stationen das jetzt sind hier an? Das wissen wir. Das nicht. Also wir müssten alle ablaufen, um sie dann alle zu finden. Das wäre jetzt Station 2. Das ist ja richtig abenteuerlich. Das ist ja ganz klar, was es alles gibt. Fröbelspur, Station 2, Badewäldchen. Sehr schön. Nun haben wir so viele Stationen gesehen und das Beste kommt nun zum Schluss. Mein Wohnhaus, wo ich gewohnt habe, viele Jahre lang, hier in der Pulvermühle. Das war eine Überraschung. Ja, da haben Sie es auch schön erwischt, auf einem schönen Bild. Das ja. Sieht richtig schön aus. Ja, da war ich noch etwas jünger. Das sehe ich natürlich jung und knackig. Aber auch die Symbole sind an. Ja. Immer wieder wird daran gedacht, hier in Bad Blankenburg. Ja, Philipp, dann bleibt mir nur noch, mich recht herzlich dabei zu bedanken, dass du alleine es geschafft hast, mich noch mal hier an meinem Geburtshaus, also die Überraschung ist dir wirklich gelungen. Also, mach's gut und schönen Dank nochmal. Tschüss. Tschüssi. Natürlich, dass wir heute so viel erleben konnten und dass ich noch mal die Stätten besuchen konnte, wo doch meine Spuren hinterblieben sind in Kugelwalze Würfel oder in vielen anderen Einrichtungen. Ja, und ich habe viel von euch gelernt, ich habe viel gelernt. Ich weiß zwar immer noch nicht so ganz, wie man mit einem Smartphone umgeht, aber wenn wir uns mal wiedersehen würden, würde ich mich freuen und wir können natürlich Friedrich Fröbel hier in der Stadt immer wieder erleben an den unterschiedlichsten Orten. Ja, dann macht's gut. Tschüss. War schön, Sie kennenzulernen. Danke. Wir haben als Abschiedsgeschenk noch ein Smartphone für Sie. Oh, das ist der Moment, wo ich dann wiederkommen kann in der Station 1, Station 2 mit Smartphone. Danke. Genau. Es war schon eine klasse Idee, Friedrich Fröbel einmal seine Ur-Ur-Urenkel vorzustellen, die Kinder der Stadt Bad Blankenburg. Und wie vor 200 Jahren spielen, denken und fühlen Kinder genauso. Es hat sich zwar vieles verändert, aber eins ist geblieben. Wir Kinder brauchen unsere Aufmerksamkeit von Anfang an.